Hallo und herzlich willkommen zu diesem Lernvideo des Arbeitsblattes Proportionalitäten. Wir schauen uns heute bei der direkten Proportionalität einige Beispiele an. Beispiele, die aus dem Alltag stammen, aber auch Beispiele, in denen jetzt mathematische Größen auftreten und wo wir jetzt herausfinden sollen, ob diese Größen jetzt miteinander direkt proportional zueinander sind. Das heißt, in diesem Lernvideo werden wir die Definition, die wir in den vorhergehenden Videos uns erarbeitet haben, konkretisieren und vor allem aber auch an verschiedenen Beispielen ausprobieren und auch anwenden. Zunächst habe ich dir wiederum zusammengeschrieben, was du bereits können solltest und welche Ziele wir gemeinsam in diesem Lernvideo haben. Du solltest bereits wissen, ganz wichtig ist, dass du den Begriff der direkten Proportionalität definieren kannst und durch eine mathematische Formel auch erklärst. Diese mathematische Formel, die haben wir in den letzten Lernvideos uns gemeinsam erarbeitet. Dabei geht es vor allem um die Formel y durch x ist gleich k. Wenn dieser Quotient hier stets konstant ist, dann handelt es sich hier um eine direkte Proportionalität. Und dieser Faktor k, den nennen wir Proportionalitätsfaktor. Und den können wir auch als Steigung der Geraden interpretieren, die eben sich ergibt, wenn wir die Wertepaare von allen beiden Größen ins Koordinatensystem einzeichnen und miteinander verbinden. Ganz wichtig ist eben, dass jede direkte Proportionalität grafisch veranschaulicht eine Gerade ergibt. Die Ziele für dieses Video. Nach diesem Video solltest du entscheiden können, ob jetzt zwei beliebig gegebene Größen, seien es jetzt mathematische Größen oder Alltagsgrößen, direkt proportional zueinander sind, wo wir anhand von dieser Formel uns das anschauen und dann auch vor allem sensibel dafür werden für Alltagsgrößen, die in einem bestimmten direkten proportionalen Zusammenhang stehen. Denn ist oft der Fall, dass du im Supermarkt grundsätzlich Größen miteinander vergleichst, dass du hier auch Rückschlüsse ziehen solltest, ob es hier jetzt direkte proportionale Größen gibt oder eben nicht. Und das hat natürlich Auswirkungen oder Konsequenzen auch auf dein Kaufverhalten und natürlich dann auch auf die Kosten, die du bei der Kasse dann begleichen musst. Also ganz wichtig ist, dass wir diese Beispiele uns anschauen, vor allem Beispiele, die aus dem Alltag kommen, denn die betreffen uns regelmäßig. Zu Beginn habe ich dir nun auch wieder Beispiele mitgebracht und auch diese Definition, die wir im letzten Lernvideo uns auch genauer angeschaut haben, hier nochmals auch aufgedruckt. Das erste Beispiel, da habe ich dir jetzt konkrete Alltagsbeispiele mitgebracht. Liegt eine direkte Proportionalität vor? Wenn ja, begründe. Also wir wissen bereits, dass eine direkte Proportionalität vorliegt, wenn gemäß der Definition oben dieser Quotient y durch x gleich k hier eine stets konstante Zahl ergibt, beziehungsweise wenn die eine Größe das x-fache der anderen Größe ist. Und diesen Faktor k nennen wir den Proportionalitätsfaktor. Ich habe dir jetzt nun zwei Beispiele mitgebracht. Das erste Beispiel würde lauten, du kaufst ein 100 Gramm Backerl Soletti. In diesem blauen Backerl sind Soletti drinnen. Das kostet 1,09 Euro. Und du hast eine Reihe von 8 Backerl um 7,99 jetzt im Supermarkt gekauft. Du kannst dieses Beispiel nun auch auf dein Arbeitsbuch bzw. auf einen Block, auf deinen Übungsblock auch übertragen und dann können wir es gemeinsam auch lösen, dieses Beispiel. Es geht jetzt vor allem darum, ob jetzt diese beiden Größen zueinander, also Anzahl der Backerl und auch die Kosten, ob diese direkt proportional zueinander sind. Wenn sie es sind, dann muss gelten, dass hier bei einem Backerl Soletti 1,09 Euro, auch bei 8 Backerl, wenn ich hier mit 8 multipliziere, dass sich der Preis auch hier verachtfacht. Denn wenn ich die Anzahl der Backerl verachtfache, dann muss ich auch den Preis, die Kosten verachtfachen. Das Problem, was ich hier aber jetzt nun habe, ist folgende, dass also, bei 8 Backerl
müsste gelten, dass ich 8 mal den Preis 1,09 Euro habe, wenn es direkt proportional wäre. Und 8 mal 0,9 wären 8 Euro und 72 Cent. Und das ist also direkt proportional. Aber du hast ja 8 Backel um 7,99 gekauft. Diese beiden Preise sind hier nicht gleich. Also ist dieses Beispiel hier oder dein Kauf hier nicht direkt proportional. Denn du hast 8 Backel nicht um 8,72, sondern 7,99 gekauft, was natürlich auch einem Mengenrabatt entspricht. Also so kannst du schnell überprüfen, ob es sich hier um direkte Proportionalität handelt. Wenn du die Anzahl der Backel verachtfachst, dann muss sich auch der Preis verachtfachen sich, aber das tut er nicht. Es ist weniger und damit ist dieses Beispiel oder diese beiden Größen Anzahl der Backel und der Preis hier nicht direkt proportional. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Das kannst du jetzt selbstständig lösen. Dein Schulfreund ist mit 8 Jahren 56 Kilogramm schwer. Wie viel wiegt er in 10 Jahren? Ist dieses Beispiel hier oder entspricht die Anzahl der Jahre und das Gewicht mit diesem Alter einer direkten Proportionalität? Wir müssen uns das kurz durchdenken. Wir brauchen hier, um jetzt beispielsweise die Gewicht im Alter von 18 Jahren bestimmen zu können, brauchen wir jetzt einmal das Alter, die Dicke, das Gewicht mit einem Jahr, das wir aus 8 Jahren bekommen. Und das bekommen wir dadurch, indem wir jetzt 8 Jahre durch 8 dividieren, dann kommen wir auf ein Jahr. Da müssen wir auch 56 durch 8 dividieren und das wären 7 Kilogramm. Also wenn wir die Anzahl der Jahre durch 8 dividieren, müssen wir auch das Gewicht durch 8 dividieren und wir erhalten insgesamt 7 Kilogramm, die eben dein Schulfreund mit einem Jahr gewogen hat. Und jetzt, wenn wir jetzt mit 18 Jahren schauen, also die 8 Jahre und in 10 Jahren wären dann 18 Jahre, wenn wir dann 18 Jahre hätten, dann hätten wir, wenn wir mit einem Jahr, dann müssen wir auch hier mal 18. Also müssen wir auch hier mit 18 multiplizieren und 7 mal 18 wären 70 und das wären 56, das wären 126 Kilogramm. Okay, jetzt müsste er mit 18 Jahren 126 Kilogramm wiegen. Das ist möglich, aber das ist in der Realität nicht vorstellbar. Denn man muss sich vorstellen, wie viel würde er in 20 Jahren wiegen, dann hätten wir 28, dann hätten wir grundsätzlich 7 mal 28, dann hätten wir schon fast 300 Kilogramm. Also das hier ist keine lineare Steigung. Natürlich, man bleibt ja mit einem manchmal mit einem Alter bei einem gewissen Gewicht. Man mit zunehmendem Alter wird man dann kleiner, dann nimmt man wieder ab. Genau, einmal nimmt man zu, einmal ab. Also hier ist es keine direkte Proportionalität, weil es einfach nicht realistisch ist, dass der mit 18 Jahren, dein Schulfreund, 126 Kilogramm wiegt. In der Realität wäre es nicht der Fall. Theoretisch gesehen wäre es möglich, wenn es nach oben hin beim Gewicht keine Grenze gibt, aber das wäre realitätsfern und daher nicht direkt proportional in der Realität. Ich habe dir ein weiteres Beispiel nun mitgebracht, wo du entscheiden solltest, ob jetzt die Größen zueinander direkt proportional sind. Du kannst dieses Beispiel nun auch wieder in den Übungsblock übertragen. Okay, ist die Anzahl der Eiskugeln mit dem Preis und den Kosten des Eises oder der Eiskugeln direkt proportional? Wenn ich eine Eiskugel habe, die 1,40 kostet, dann kosten zwei Kugeln 2,80.
Wenn ich 3 Kugeln habe, kosten sie 4,20. Also mit jeder Kugel erhöht sich der Preis um genau eine Kugel. Und damit habe ich genau diese Steigung von einer Kugel drinnen. Dieser Proportionalitätsfaktor ist beispielsweise in diesem Beispiel 1,40. Und damit entspricht diesem Beispiel einer direkten Proportionalität. Also das ist direkt proportional. Fans beim Match, Anzahl der Tore. Im Grunde genommen ist das hier keine direkte Proportionalität. Denn wenn ich beispielsweise 10.000 Fans bei einem Match habe, jetzt wenn man die Corona-Zeit ausnimmt, dann heißt es nicht, dass ich beispielsweise mehr Tore zu sehen bekomme, als wenn beispielsweise 5.000 Fans im Stadion sind oder wenn beispielsweise 100 Fans im Stadion sind. Mit der Anzahl der Fans erhöht sich nicht unmittelbar die Anzahl der Tore, wenn man jetzt das Fußballspiel beispielsweise kennt. Es könnte natürlich sein, umso mehr Anforderung da ist, umso mehr Motivation und umso schneller sind die Spieler und umso motivierter sind sie, Tore zu schießen, aber das ist in der Realität nicht so, denn es kann auch eine Partie 0-0 ausgehen vor 30.000 Zusehern und eine Partie 4-3 ausgehen vor 50 Zusehern. Das heißt, hier liegt keine direkte Proportionalität vor. Und die Umdrehung eines Rades mit der zurückgelegten Strecke, das wäre wiederum direkt proportional, denn mit jeder Umdrehung des Rades, wenn man es so dreht, wird die Strecke genau um den Umfang des Radius mehr zurückgelegt. Das heißt, mit jeder Umdrehung des Rades wird eine konstante weitere Strecke auf diesem Weg zurückgelegt. Du kannst dieses Beispiel gerne zu Hause ausprobieren mit einem kleinen Rad und du misst die zurückgelegte Strecke. Die erhöht sich genau mit jeder Umdrehung des Rades konstant um diesen Umfang des Rades. Und damit haben wir hier wiederum eine direkte Proportionalität. Du siehst also, dass wir hier zwei Größen, die im Alltag oft auftreten, Eiskugelnpreis und Umdrehung eines Rades und zurückgelegte Strecke, dass die hier direkt proportional zueinander sind. Nun gehen wir einen Schritt weiter und schauen uns Beispiele an, in denen mathematische Größen auftreten. Dazu nimm dir jetzt dein Arbeitsblatt wieder zur Hand und wir schauen uns dieses Beispiel ganz unten am ersten Arbeitsblatt an, wo es darum geht, dass wir entscheiden sollen, ob jetzt zwei Größen, die in einem mathematischen Kontext zueinander stehen, ob diese direkt proportional zueinander sind und gegebenenfalls auch eine Formel dafür aufstellen sollen. In einem ersten Beispiel haben wir die Größe Seitenlänge a und Umfang u eines Quadrats. Wir müssen zunächst jetzt, weil wir sie mathematisch betrachten, eine Formel aufstellen, um jetzt herauszufinden, ob jetzt die Größe Seitenlänge und der Umfang eines Quadrats direkt proportional zueinander sind. Du kannst dieses Beispiel nun selbstständig auch probieren und versuchen, eine Formel zu finden und daraus auch die Konsequenz schlussfolgern, ob es sich hier um eine direkte Proportionalität handelt. Du kannst dieses Video nun hierzu stoppen. Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Wenn wir die Seitenlänge a und den Umfang u eines Quadrats haben, dann wissen wir, dass jetzt die beiden Größen u und a, die Seitenlänge, zusammenhängen durch die Formel u ist gleich 4a, der Umfang ist 4 mal die Seitenlänge bei einem Quadrat. Und jetzt kennen wir diese Formel bereits, dass wir die Größe y u der Umfang ist und die Größe x die Seitenlänge a ist. Und wir wissen jetzt, dass u der Umfang das Vierfache der Seitenlänge ist, also ist unser Proportionalitätsfaktor k gleich 4 und wir wissen, dass das genau die Formel für die direkte Proportionalität ist. Damit sind diese Größen direkt proportional zueinander. Schauen wir uns ein zweites Beispiel an. Hier haben wir die Seitenlänge a und den Flächeninhalt groß a eines Quadrats. Du kannst dieses Video nun wiederum stoppen und versuchen, dieses Beispiel wiederum selbstständig zu lösen.
Schauen wir uns dieses Beispiel nun gemeinsam an. Du hast die Seitenlänge a als erste Größe und eine Flächeninhalt a eines Quadrats die andere Größe. Wir müssen jetzt wiederum eine Formel aufstellen und die Formel für den Flächeninhalt eines Quadrats lautet Groß A ist gleich a mal a. Das ist a Quadrat, also wir haben 2 mal a, die mit Multiplikation verbunden ist. Das Problem, was wir jetzt haben, ist, dass wir die eine Größe nicht durch das k-fache der anderen Größe ausdrücken können, denn wir haben hier keinen konstanten Faktor drinnen. Wir haben hier a mal a und wenn wir jetzt k als a nehmen, dann ist es nicht konstant oder unabhängig von a und damit erhalten wir hier eben die Erkenntnis daraus, dass wir hier keinen Proportionalitätsfaktor k haben und der nicht direkt proportional ist. Schauen wir uns ein drittes Beispiel an. Der Radius r und der Umfang u eines Kreises. Wir brauchen jetzt nun wiederum eine Formel, um zu entscheiden, ob sie direkt proportional sind. Du kannst dieses Beispiel nun wiederum selbstständig lösen und das Video nun hier zu stoppen. Schauen wir uns das Beispiel gemeinsam an. Wir brauchen jetzt wiederum eine Formel für den Umfang eines Kreises und der Umfang eines Kreises hat die Formel 2 mal Pi mal R. So, jetzt ist die eine Größe U und die andere Größe ist R. Und inzwischen haben wir hier dieses 2 Pi und dieses 2 Pi ist eine konstante Zahl. 2 Pi ist ungefähr 6,28 Punkt, Punkt, Punkt. Das ist konstant vorgegeben. 2 Pi ändert sich nicht, wenn wir einen größeren Radius nehmen. Das heißt, wir können 2 Pi als unser K nehmen. Und wenn wir das wiederum haben, entspricht der Umfang dem 2-Pi-fachen des Radiuses. Und damit haben wir hier wiederum eine direkte Proportionalität gegeben. Schauen wir uns ein weiteres Beispiel an. Hier haben wir Radius r und der Flächeninhalt a eines Kreises. Du kannst dieses Video nun hierzu stoppen und selbstständig dieses Beispiel wiederum probieren. Schauen wir uns dieses Beispiel gemeinsam an. Du hast jetzt den Radius r und den Flächeninhalt a als deine beiden Größen. Wir brauchen jetzt nun wiederum eine Formel, die eben diese beiden Größen miteinander beschreibt. Und wir nutzen die Formel a, die Fläche eines Kreises, ist Pi mal r Quadrat oder r Quadrat mal Pi. Wir könnten jetzt wieder dieses Pi als unsere Konstante k nehmen. Das wäre möglich. Aber wir haben hier hinten r mal r, r Quadrat, was wiederum hindeutet, dass wir hier keinen linearen Zusammenhang haben, sondern wir haben einen quadratischen Zusammenhang. Wir können jetzt wiederum diese Größe r alleine und die Größe a nicht direkt miteinander verbinden, sondern wir haben hier das Pi, vielleicht als Proportionalitätsfaktor, aber das Quadrat stört uns hier. Wir können hier also keinen direkten proportionalen Zusammenhang erkennen. Und schauen wir uns das letzte Beispiel an. Hier haben wir die Kathetenlänge a und die Hypotenuse c eines gleichschenkligen rechtwinkligen Dreiecks. Du kannst dieses Beispiel nun auch selbstständig wiederum lösen und dazu das Video stoppen. Schauen wir uns das Beispiel gemeinsam an. Wir brauchen nun jetzt eine Formel, die die Kathetenlänge a und die Hypotenuse c eines rechtwinklig gleichschenkligen Dreiecks miteinander verbindet. Wir wissen, in einem rechtwinkligen Dreieck gilt der Satz des Pythagoras, in der aussagt, dass c Quadrat, die Hypotenuse, die Summe über die beiden Kathetenquadrate ist. C Quadrat ist a Quadrat plus a Quadrat. Wir wissen ja, dass die zweite Kathete wiederum a ist, denn wir wissen es gleichschenklig, also ist b gleich a. Also haben wir c Quadrat ist gleich a Quadrat plus a Quadrat. Und wenn wir das jetzt zusammenfassen, ist das 2 mal a Quadrat. Und jetzt brauchen wir c Quadrat gleich 2 mal a Quadrat. Jetzt ziehen wir daraus einfach die Wurzel. Wir ziehen jetzt nun auf beiden Seiten die Wurzel und bekommen dadurch den Zusammenhang c ist gleich Wurzel aus 2 mal a.
Denn wir müssen hier aus dem 2er und dem a Quadrat die Wurzel ziehen und erhalten dann c ist gleich Wurzel aus 2 mal a. Und damit haben wir die Größe c und die Größe a wiederum in einem direkt proportionalen Zusammenhang, denn die Wurzel aus 2 ist wiederum eine konstante Zahl, Wurzel aus 2. Und die können wir als unseren Proportionalitätsfaktor nehmen und damit erhalten wir wiederum hier eine direkte Proportionalität. Du siehst also, dass hier auch Beispiele mit mathematischen Größen sowohl direkt als auch nicht direkt proportional zueinander sein können, wie auch Alltagsbeispiele. Ganz wichtig ist aber hier immer, dass du dir die Definition der direkten Proportionalität überlegst und vor allem aber auch Formeln versuchst aufzustellen, anhand derer du entscheiden kannst, ob es jetzt solchen Proportionalitätsfaktor gibt, ob die eine Größe dem K-fachen der anderen Größe entspricht und damit eine direkte Proportionalität vorliegt. In unserem nächsten Lernvideo werden wir die direkte Proportionalität ein wenig ausbauen und schauen, welche Auswirkung sie auf Schlussrechnungen hat, beziehungsweise wie wir auch Schlussrechnungen mit Hilfe der direkten Proportionalität auch lösen können. Ich freue mich darauf. Bis bald!